Hallo. Hi. Willkommen zurück zur dritten Ausgabe der Pokémon Silber Nuzlocke Challenge mit Phil. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ja. Daran anknüpfend, was ich in der letzten Folge versprochen habe. Gruß an Stefan. Ich hab das schon wieder vergessen. Gruß an Stefan von Nintendo Fire. Der hat nämlich damals einen Endivier-Song geschrieben und auch performt. Ich glaube, den kenne ich gar nicht. Ja, ich kenne nur Nintendo Fire. Ja, der Endivier-Song war auf seinem Privataccount bei YouTube, soweit ich das in Erinnerung habe. Und der wurde auch dann gelöscht, weil, okay, so wie immer, alles Gute, was es im Internet gibt, muss von ein paar Idioten kaputt gemacht werden. Mhm. Die haben da nämlich gelacht und sich drüber lustig gemacht. Aber das war was. Also ich habe immer Respekt dafür, wenn Leute mit Leidenschaft sowas tun. Das stimmt. Ist, auch wenn es ja echt irgendwie strange ist, für ein Pokémon eine Art von Liebessong zu schreiben, ist es trotzdem mit Respekt zu behandeln. Ja, das stimmt. Ja. Und in diesem Sinne Gruß an Stefan, wo wir gerade über Endivier nämlich sprachen und ich Endivier auch hier für das coolste Starter-Pokémon halte. Okay, jetzt solltest du aber trotzdem erstmal auch nochmal erklären, was Nintendo Fire überhaupt ist. Ja, Nintendo Fire, das könnt ihr auch immer noch, das gibt's noch. Gibt's noch? Unter nintendofire.de, soweit ich weiß. Also auch aktuell immer? Ja, die sind immer noch dabei. Ach echt? Ja, Nintendo Fire, ein sehr bekanntes deutsches Nintendo-Board, ganz einfach. Also da könnt ihr drauf gehen. Ach so, ja. Die Seite gibt's noch, ja. Das Forum gibt's noch. Ich dachte gerade bloß, dass die Musik, dass die Band auch Nintendo Fire heißt, aber die haben wahrscheinlich nur über das Forum dann ein Lied gemacht. Das war das Forum selber. Also die Mitglieder von Nintendo Fire haben Lieder über sich selbst gemacht. Ach so, okay. Die haben ja auch Filme produziert und dazu ja auch eigene Lieder geschrieben und eingesungen. Okay. Und die haben sie dann ja auch auf ein oder zwei CDs oder so rausgebracht. Alles klar. Oder Alben, digitalen Alben. Und da war eben unter anderem auch der Nintendo Fire. Wo ist es? Genau, irgendwie so. Und natürlich auch die User, die im Forum posten. User? Ja, das seid ihr. Let's Party. Immer noch großartig. Oh ja, ich liebe es. Ja, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir das irgendwie, ich weiß ja nicht, die werden ja wohl GEMA-frei sein. Vielleicht können wir ein bisschen davon hier unterlegen. Ja, GEMA-frei heißt ja nichts. Die müssten es uns schon erlauben, ne? Das heißt, bloß weil sie nicht bei der GEMA sind, heißt es ja nicht, dass sie ihre Nutzungsrechte jedem zur Verfügung stellen. Das stimmt. Aber man kann sie ja mal anschreiben. Vielleicht machen wir das mal. Dann können wir euch mal ein bisschen Endfire-Sachen hier vorspielen. So, ich bin jetzt auch gleich auf Level 10 erstmal mit Fiegelcasto? Fiegelcast, ja. Und damit fühle ich mich dann auch gleich echt schon mal viel, viel besser. Wir wollen ja nicht die Schmach von Pokémon Rot wiederholen. Wie oft willst du das denn jetzt noch sagen? Die Schande. Ja, es kann passieren, Philipp, ne? Du bist nur immer noch sauer, dass ich so haushoch im Wrestling gegen dich gewonnen habe. Ich sage dazu überhaupt nichts. Ungeschlagen, Jan. Ich sage dazu einfach gar nichts. Jetzt wäre auch ganz gut, wenn jetzt plötzlich irgendwie 2 Minuten lang eisige Stille zwischen uns herrschen würde. Ja, ich habe überlegt, ob ich das Wrestling-Spiel zu unserem Allround-Turnier mitnehme, um alle damit zu trollen und auch mich selbst, aber es. Nein. Aber du hättest wahrscheinlich gewonnen, weil du die Steuerung ja jetzt kannst. Ja, total. Ich glaube, wir haben die Steuerung bis zum Ende nicht beherrscht. Wir haben ja nicht mal einen Special-Move gemacht. Ich habe das nochmal so ein bisschen analysiert. Wir haben nur einfach aneinander vorbeigetreten. Einfach nur Quatsch gemacht. Ja. Ja, Radfratz Level 4, man muss dran glauben. Ein weibliches Exemplar. Das sieht sehr wütend aus. In den neuen Editionen gibt es ja so ein paar Kleinigkeiten, wo man dann so ein paar Pokémon auch jetzt am Geschlechtern auch direkt erkennen kann. So zum Beispiel das weibliche Pikachu ist ja jetzt. Hat so ein etwas herzförmiges Schwänzchen. Oh! Aber das ist ja wieder sehr stereotyp. Ja, da müssen wir als Gender Police, die wir auch sind, ja, bei Remastered, unsere Entrüstung auch zum Ausdruck bringen.
Hashtag Aufschrei. Ja, dass ein Pikachu mit einem Herzschwanz da rumläuft oder mit sowas, das geht nicht. Aber dadurch hat man dann auf jeden Fall auch dann die Gewissheit gehabt, dass Ashes Pikachu auf jeden Fall ein Männchen ist. Aber das hat ja, glaube ich, auch niemals jemand in Zweifel gezogen, oder? Ach, weiß ich nicht. Das für mich war auch bei... ist eine Frau. Ja gut, aber das ist ja bei, ganz häufig so bei Kindern und Jugendlichen, ja, und auch bei Viechern, dass das Frauen machen. Übrigens wollte ich vorhin schon sagen, bei den alten Pokémon-Spielen fand ich immer, was die Schwester Joy hier am Ende sagt, immer viel netter. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja. Bei den neuen sagen die ja jetzt nämlich immer irgendwas von wegen, ich hoffe, du kommst bald wieder oder sowas. Ah. Und das ist ja irgendwie... ich hoffe, dass du verkackst im Kampf, ja, und ich hoffe, dein Pokémon geht es bald wieder schlecht. Kann natürlich auch sein, dass Schwester Joy ein bisschen jünger ist und dich gut findet. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Es ist schon krass, wie viel Wut der da das Spiel etabliert, ne? Mhm. Er ist einfach missverstanden. Ja. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Zeige dir, was ich meine. Geiler Effekt mit dem Pokéball. Oh Gott, wie er aussieht. Kanimani. Kanimani, ernsthaft, ne? Das ist so gut gelaunt und auch so, das passt zu dem. So ein Bully-Typ ist das. Ich fand das toll. Ich fand halt die Weiterentwicklung von... Also ich fand Feurigel auch immer ganz cool, aber die Weiterentwicklung fand ich lange irgendwie immer doof aus. Ja, aber dazu sage ich jetzt nichts mehr zu deinem, zu deinem Verhalten gegenüber deinem eigenen Pokémon. Schon echt, nein, Fiegel Castle ist ja jetzt... Das ist schon ziemlich erwärmend. Der geilste. Ja, jetzt auf einmal. Ja klar, du hättest ja viel über Kanimani genommen. Hätte ich, klar, aber jetzt ja, also, ist ja meiner, also ist ja jetzt der coolste. Ja. Übrigens habe ich den derbe platt gemacht. Hm? Übrigens habe ich ihn jetzt gerade derbe platt gemacht. Ja. Meine Güte, der hat echt ein paar Komplexe, der Junge. Ach, heilen muss ich jetzt erstmal nicht. Ich glaube, ich komme jetzt ohne Gras nach Hause. Wir haben letztens festgestellt, es gibt auf YouTube so einen Channel, auf dem Songs in ihrer Tonart geändert werden. Das heißt, Dur-Songs werden im Moll gespielt und Moll-Songs in Dur. Ja. Und das Tetris, dieser Tetris-Song klingt in Dur, ich glaube, das ist eigentlich Moll, und ich glaube, der klingt in Dur so wie ein Pokémon-Song. Echt? Ja. Also es ist jetzt nicht 1:1 wie ein Pokémon-Song, aber es passt perfekt zu Pokémon. Hm. Vielleicht ganz interessant, vielleicht blende ich jetzt an dieser Stelle, wenn ich nicht zu faul bin, irgendwas ein, zu dem Link zu dem Channel oder zu dem Lied. Oder wir packen es in die Description, das wäre vielleicht sogar noch besser. Okay, kennst du dann, wo du halt von Veränderungen sprichst, kennst du auch das Lied. Mary Kate und Ashley Olsen haben irgendwann in ihrer Kindheit noch irgendwann mal, ich glaube, in ihrer Filme oder sowas ein Lied gesungen über Pizza. Und das wurde irgendwann im Internet auf, weiß ich nicht, irgendwie 300-fach verlangsamt oder so eine Kacke. Das hört sich so creepy an. Pizza! Vielleicht findet Jan das ja und kann da vielleicht ein kleines Meme kurz hier reinschneiden. Ich bleib kurz stehen, damit hier Zeit für Pizza ist. So, das war's. War lustig, oder? Ich kenn's jetzt dann auch nicht, aber mein Zukunftsjahr wird das bestimmt feiern, ja. Pizza. Oh nein, ein Pokémon wurde gestohlen. Wir wissen ja auch von wem. Ein junger Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Wie heißt er? Nenn ihn doch Rote Schmach. So lange geht gar nicht.
Ich wäre für Fickex mal wieder. Deinen Namen willst du haben? Ja, du kannst da Fickex einbauen, um die Wut spürbar zu machen. Außerdem haben wir dann in jedem unserer Spiele einen Fickex. Ganz wie du wünschst. Ich bin ja so froh, dass ich damals auf das X runtergerutscht bin. Das macht das Ganze nämlich viel niveauvoller. Auf jeden Fall. Ein Versehen, das Millionen von Remastered-Folgen prägte. Was jetzt schon auf T-Shirts gedruckt wird. Ja. I'm with Fickex. Und an dieser Stelle blende ich die zukünftigen Merch-Artikel ein, die ihr euch alle gönnen könnt. Und hier noch mein PayPal-Account. Ja, krass, was der Professor Lind so alles drauf hat. Nach hinten gehen. Yeah, Pokédex, jetzt gibt's gleich Pokébälle. Dann werde ich wahrscheinlich gleich mein erstes Hutut fangen. Schon heftig, dass Professor Eich jetzt auch im Professor Linz Gebiet wildert und Professor Linz kleine Jungen, die zum Champ werden, jetzt schon beeinflusst. Das ist echt nicht so nett von Eich, muss man sagen. Ja, aber er ist halt so eine Koryphäe, ne? Ja. Und er hat er nicht hier irgendwie eine Radioshow in dem Lied, in dem Spiel? Kann sogar sein, und ja. Guck mal hier, jetzt für immer einsam und alleine im Bierfasser. Direkt neben dem Mülleimer, wo es hingehört. Das ist erbärmlich. Der Snack? Das Snacks, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Also schon mit des Snacks, aber... Tja, würde mich interessieren, was Professor Linz sich wohl so reinzieht. Snack, auf jeden Fall. Ja, welchen Snack? Ja. Schade, dass Linz keine Snacks herstellt, sonst könnte ich jetzt einen Mega-Gag bringen. Warum? Ist Schokolade kein Snack? Nee, Snack, ich würde einen Riegel, Schokoriegel als Snack definieren, aber keine Lindt-Schokotafel. Und ein Lindt-Schokohase? Nee, Schokohasen sind sowas... Das isst man nicht... Oder wie Pralines? Pralines schon eher. Ja, vielleicht was ein Lindt-Praline. Ja. Okay. Super Gekern. Der Zündung ist richtig, ja. Das Build-up war super. Heute Nacht wacht ihr auf. Und lacht. Schweißgebadet. Und lacht, ja, ich weiß nicht, ob ihr lacht, aber ihr werdet auf jeden Fall daran denken und erfreut sein. Willst du, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Nein. Oh, in Ordnung. Egal, dann gehe ich halt dahin wieder und. Bleib für den Rest des Spiels da stehen. So, auf geht's. Mal gucken. Ich tippe Hutut. Ich hoffe, es ist ein Ratzfratz. Wäre jetzt auch nicht schlimm, aber... Ah, oh, okay. Oh, Level 2. Ich hoffe, ich mache da nicht einen One-Hit. Werfen wir mal direkt einen Pokéball. Das klappt ja meistens. Bei den Anfangs-Pokémon noch. Ich gönn mir mal ein Getränk. Ja! Hutut. Jetzt bin ich gespannt, was für einen Spitznamen du dir da einfallen lässt. Sein Zeitgefühl ist perfekt. Was auch immer passiert, es behält den Rhythmus, da sein Kopf wackelt. Okay. Wer denkt sich diese Idiotensprüche aus? Wirklich? Leute bei Nintendo. Vielleicht als Erinnerung an Iwata. Nennst du Hutut Iwata? Philipp ist dagegen. Ich weiß nicht, Iwata passt halt zu ihm jetzt nicht. Vielleicht finden wir einen anderen, der Iwata heißen kann. Hoodie. Hoodie Hoodpecker. Hoodpecker. Ich hab was Besseres. Nein, Hoodpecker. Nein, ich hab was Besseres. Vor allen Dingen auch eine Referenz an uns selber. Robin Hood. Ich verstehe. Robin Hood. Mit einem Bindestrich. Ja, hier gibt's kein Leerzeichen. Ach doch, da.
Genießt ihr auch den Soundtrack, so wie ich das gerade tue? Sorry, ich mach so schnell ich kann. So, und dann wechseln wir den auch direkt mal nach vorne. Der Level kann. Genau, wir wollen ja nicht ein Unglück erleben wie damals bei der Schmach von Rot, als Philipp bereits in Folge 5, 6 oder 7, ich weiß es nicht mehr genau, jämmerlich gegen Gary den Kürzeren zog. Ja. Und sich von diesem Schock nicht mehr erholen konnte. Mhm. Denn damals war die Challenge vorbei. Mhm. Aber mal gucken, vielleicht läuft es diesmal ja besser. Ja, vielleicht. Wir wollen ja keine bösen Geister beschweren. Mhm, genau. Ach, Fiegel ist jetzt schon auf Level 10, das wird ein Spaziergang. Los, Robin Hood! Ich fand die Hinten-Sprites bei Rot ja immer, Rot und Blau immer noch nicht so gut. Die waren da ja echt sehr super pixelig. Ja, die waren nicht so geil. Und ich fand das dann hier so super, dass die dann plötzlich so detailliert wurden. Das ist wirklich ein Weltensprung gewesen zwischen diesen beiden Editionen schon. Mhm. Aber den Game of Color gab es ja damals schon, ne? 2001 gab es ihn auf jeden Fall, ja. Ja, aber noch nicht so lange, glaube ich. Ich überlege nämlich, ob ich das Spiel auf dem Game of Color oder auf dem Game of Pocket gespielt habe. Ich habe das auf jeden Fall dann auf dem Game of Color gespielt. Ich habe Rot auch schon auf dem Game of Color gespielt. Und auf dem Super Game Boy auf jeden Fall. Rot habe ich noch auf dem alten gespielt. Obwohl doch, nee, das habe ich auch noch auf den Knochen gespielt. Ja, ja. Aber ich weiß noch, Rot, als ich das gekauft habe, das habe ich zum allerersten Mal direkt auf dem Super Game Boy gespielt. Das ist natürlich ein prägendes Erlebnis. Mhm. Ich erinnere mich noch, als wir das gestern gesehen haben. Sogar extra einen Freund angerufen, dass er mit mir dabei zuguckt, wie ich Pokémon spiele. Darf Hut mache ich noch auf Level 4 erstmal, dass er wenigstens im nächsten Areal dann auch eine Chance hat. Genau, ich wollte gerade sagen, man sollte ihn zumindest auf ein vergleichbares Niveau wie seine Gegner bringen. Ganz genau. Wir sind übrigens schon über der Zeit, sehe ich gerade. Oh ja. Da hast du ja gut aufgepasst, Jan. Das tut mir leid, aber die Folge hat mich so mitgerissen. Vielleicht machen wir den Kampf noch zu Ende und dann verabschieden wir uns aus der Folge. Aber stimmt nicht ganz, denn wir haben ja etwas später angefangen, als die Aufnahme uns zeigt. Ja, 1:40. Ja. Mhm. Gut, dass wir das dann jetzt noch auf der Folge drauf haben. Aber es sind ja vielleicht für die Zuschauer auch mal relevante hinter den Kulissen Informationen. Mhm. Wir gucken auf eine Uhr und dann wissen wir, wann wir aufhören müssen. Wahnsinn. Okay, gut. Mit diesem grandiosen Erfolg gegen einen Level 4 Hut verabschieden wir uns aus dieser Folge und hoffen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Ganz genau. Bis dahin alles Gute, Bussi Bussi, Like, Comment und Subscribe. Tschüss.